Als Terminator damals in Wien angekommen ist und das Horststadion gesehen hat, hat der Manager Markus Getsch mal gesagt, ja, ist schön, nett zum Trainieren und wo tragt ihr eure Spiele eigentlich aus? Terminator war wahrscheinlich vom fußballerischen Können her einer der allerbesten Fußballer, die jemals in der Österreichs-Bundesliga aufgelaufen sind. Er sollte Samba-Fußball nach Wien Favoriten bringen, schaffte das aber im Grunde wirklich nur in der Halle. Der war Brasiliens Fußballer des Jahres in Brasilien mit La Coruña Meister und Cupsieger geworden in La Liga. Und als Terminator bei McDonald's in der Nähe vom Horststadion essen war, hat er das Essen bestellt, hat es genommen und ist gegangen, weil er war der Meinung, er ist Terminator, er muss keine Cheeseburger bezahlen. Legendär trotzdem, Wiener Stadthallenturnier, das war schon spektakulär. Mit Abstand Spieler des Turniers waren, der hat halt echt alle Spiele gespielt in der Halle. Da hat es wirklich Standing Ovations, aber wirklich von allen Zuschauern auf der Tribüne gegeben, aber im Freien nicht so überzeugend. Terminator.